Hallo, ich habe heute ein ganz kurzes Aufgebraucht-Video für den Pflegebereich. Es sind nur 5 Produkte eigentlich. Hätte ich eine Quick-Review damit machen können. So ähnlich wird das jetzt hier laufen, denke ich mal. Und ich fange einfach mal damit an. Zum einen habe ich von Nuvus den zweiten Teil dieser Maske aufgebraucht. Damit ist sie fertig. Das war diese naturreine Heilerde mit Goldkamille-Creme-Maske. Und ich fand die sehr, sehr gut. Die Luvus-Masken sind eine der wenigen, die ich überhaupt vertrage. Ich persönlich finde aber die im Gläschen, die es von Luvus gibt, zum Anrühren besser. Natürlich hat man erstmal die Rumsauerei, aber so ja, verpackungsmäßig gesehen ist es, denke ich, und umwelttechnisch ist das andere besser. Aber ja, mochte ich sehr gerne. Der Geruch ist sehr, sehr gut. Meine Haut hat es gut vertragen und ja, kann die allgemein nur empfehlen. Aber auch, glaube ich, in meiner Box drin gewesen. Habe die ständig in irgendeiner Box gehabt. Was aber nicht schlecht ist. Dann habe ich auch noch leer gemacht. Diese Reinigungstücher. Das sind Exotic Mango von Revalulup. Es war eine limitierte Edition. Ist vegan. Ich habe noch jede Menge Reinigungstücher, die ich auch alle aufbrauchen werde, soweit es eben geht. Ich werde mir ab und an welche holen, wenn ich unterwegs bin. Da braucht man das vielleicht schon mal, wenn es schnell gehen muss. Aber an und für sich möchte ich auf ja, meine waschbaren Baumwoll-Abschminkpads nicht mehr verzichten. Und ja, weswegen ich mir die jetzt nicht unbedingt mehr nachkaufen möchte. Allerdings, ich habe eine sehr empfindliche Haut und die Revaldi-Loop-Reinigungstücher sind wirklich eine der wenigen Reinigungstücher, die ich überhaupt vertrage, sogar im Auge. Deswegen kann ich sie für all diejenigen, die empfindliche Haut haben, empfehlen. Natürlich muss jeder für sich selber nochmal testen. Aber ich finde die schon relativ gut. Umwelttechnisch ist es vielleicht nicht optimal, aber ist schon sehr, sehr angenehm auf der Haut gewesen. Dann habe ich auch noch von Lavera diese Repair-Pflege-Haarspitzenfluid-Geschichte leer gemacht in diesem süßen Pumpspender. Es wäre so schön, wenn man die nochmal wiederverwenden könnte, aber ich glaube, die kann man gar nicht aufmachen. Also ich werde es mal ausprobieren, mal schauen. Wäre nämlich cool, das nochmal verwenden zu können. Das war relativ teuer, 30 Milliliter waren drin, hat mir jetzt sehr, sehr lange gehalten. Der Geruch war so lala. Ich mag halt Rosen nicht so gerne und hier ist Bio-Rose drin. Ist vegan, tierversuchsfrei, aus Deutschland, ohne Silikone auch noch. Das habe ich immer benutzt nach dem Duschen, wenn die Haare schon so ein bisschen getrockneter waren, aber noch nicht komplett durchgetrocknet waren, da habe ich das in die Haarspitzen gegeben. Es hat einen minimalen Effekt, keinen großen Effekt, aber ich fand es absolut in Ordnung. Ich würde es mir jetzt trotzdem nicht nochmal kaufen. Ich wollte es einfach nochmal getestet haben. Ich persönlich bin kein Freund von vielen Pflegeprodukten für die Haare, weil sie bei mir einfach nichts bringen und ich habe schon so viel ausprobiert und sehe es einfach nicht mehr ein, wirklich viel Geld dafür auszugeben. Das Einzige, was ich ab und an mache, sind Haarkuren oder Haarmasken. Ich finde auch, das funktioniert relativ gut. Ansonsten selbst Kokosöl hilft bei meinen Haaren wirklich so gut wie gar nicht. Deswegen, ja. Also ich kann es für all diejenigen empfehlen, die jetzt nichts mit Silikon und was Veganes benutzen wollen und nur so minimal pflegenden Effekt brauchen. Für die ist es was für all diejenigen, die sehr strapazierte Haare haben. Ich weiß nicht, ob man da wirklich einen Unterschied feststellen werden kann. Deswegen so lala, das Produkt. Und auch noch von Lavera aufgebraucht habe ich hier, das ist schon total zusammengefaltet, die Body Spa Lemon Fresh Body Lotion. Ja, die habe ich jetzt leer. Sehr, sehr leckerer Geruch. Sehr, sehr schöne Pflege. Mag die wirklich sehr, sehr gerne. Ich habe noch jede Menge Bodylotions von Lavera, werde ich alle aufbrauchen. Finde die toll. Ist alles Bio und hat mir relativ lange jetzt gehalten. Ich glaube, diese Lemon Fresh Variante gibt es gar nicht mehr, was sehr, sehr schade finde, weil ich die richtig, richtig gut finde. Als nächstes werde ich wahrscheinlich die Orangen Variante mal benutzen oder eben diese Pink Grape und nee, Pink Pepper. Pink Pepper ist das, glaube ich. Das werde ich mal als nächstes benutzen. Mal schauen. Auf jeden Fall finde ich die Bodylotions von Lavera sehr, sehr gut. Und als letztes habe ich aufgebraucht von Love Me Green Organic Regenerating Day Face Cream. Diese kleine Probe. Das Ganze ist nicht vegan, denn hier ist, glaube ich, Gelee Royal drin. Das ist aber alles Bio zu 99% from Organic
Farming, sehe ich gerade. Ich kann das so klein, das kann ich kaum schlecht lesen irgendwie. Ich finde die sehr, sehr schön. Pflegt die Haut wunderbar, zieht gut ein, ist trotzdem reichhaltig. Man hat aber wie so einen mattierten Effekt auf der Haut, was ich toll finde. Und kann die auf jeden Fall empfehlen für all diejenigen, die sagen, es stört mich jetzt nicht, dass da eben ein Bienenprodukt drin ist. Ansonsten müsst ihr das für euch selber entscheiden, ob ihr das gut findet. Inzwischen sind die meisten Produkte von Love Me Green auch eco, verifiziert. Heißt das so? Ich weiß nicht. Ja, fand ich auf jeden Fall sehr, sehr lecker vom Geruch her. Ich habe noch eine zweite Tube, weil die auch mal in der Box drin war. Und ja, kann ich insofern empfehlen. Wer natürlich ein veganes Produkt haben will, für den ist das nichts. Muss ich dazu gesagt haben. Und das war es jetzt auch schon. Ich werde euch einfach mal das Aufgebraucht Food verlinken und auch ein altes Pflege-Aufgebraucht-Video. Und ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr mit den Produkten auch schon irgendwie Erfahrungen gemacht habt, ob ihr mir vielleicht eine vegane Naturkosmetik-Variante empfehlen könnt. Bitte nicht von Alverde, weil ich die Produkte von Alverde nicht gut vertrage. Da ist oft Alkohol drin. Das geht gar nicht oder sehr viel Alkohol drin, sagen wir es mal so, und ich vertrage die nicht so gut. Ansonsten gerne jede andere in die Kommentare posten und ja, das war's von mir. Wir sehen uns. Bis die Tage. Ciao.